Willkommen zu einer weiteren Folge von Monis Magical Vlog. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Ich bin immer noch in der Schweiz bei meinem Freund. Und ja, erstmal frohes neues Jahr. Heute ist nämlich der 1. Januar. Ich bin gerade auf dem Weg, das Auto zu holen. Das parkt immer so eine halbe Stunde von seiner Wohnung. Denn wir fahren heute mal in die Berge. Das Wetter ist tatsächlich sehr schön. Es ist noch ein bisschen neblig, aber die Sonne kommt schon durch. Es wird auch nicht allzu kalt. Und ja, wir haben jetzt geplant, nach Unterwasser zu fahren. Das ist so ein kleines Dorf. Ich weiß nicht, ob es schon eine Stadt ist. Da gibt es Wasserfälle, die wir uns anschauen wollen. Und dann fahren wir mit der Bahn hoch auf den Schäseruck. Da ist der Berg. Ich weiß nicht, wie hoch, wie viele Höhenmeter es sind. Aber das werde ich euch später noch erzählen. Und ja, da werden wir eine kleine Schneewanderung machen. Wir werden da auch schön was essen. Also ja, dann nehme ich euch mit. Und vielleicht nehme ich euch morgen dann auch noch mit. Denn morgen haben wir auch noch mal Berge geplant. Aber dann einen anderen Berg. Mal sehen. Aber jetzt geht's erstmal Richtung Unterwasser. Ja, wir stehen jetzt hier bei der Bergbahn in Unterwasser, Höhenmeter 910 und wir fahren jetzt hoch auf den Schäseruck, der ist bei 2200 Metern und da laufen wir den Panorama-Rundweg. Und um euch mal so ein Preisgefühl zu geben, also einmal so eine Bergbahn hoch und runter, kostet 60 Franken pro Person, kann man natürlich den ganzen Tag nutzen, wenn man früh da ist. Wenn man halbtags hat, das ist irgendwie so ein Abo, was man hier in der Schweiz buchen kann. Da kriegt man, dann kostet es nur die Hälfte. Genau, so, die Bahn kommt. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Gipfel angekommen und ja, das Wetter ist traumhaft, es ist nicht zu windig, es ist relativ warm und ja, wir laufen jetzt mal den Panorama-Rundweg. Ja, ganz so weit sind wir nicht gekommen. Wir sind auf halber Strecke wieder umgekehrt, denn ja, es war zu steil und wir hatten einfach Hunger. Deswegen haben wir uns jetzt hier in dieses Panorama-Restaurant gesetzt. Ich habe Gemüse mit Reis, Currygemüse mit Reis für 19 Franken. Hier ist ein Schimli-Flümli. Es ist Kaffee mit Schuss, mit Pflaumenlikör und eine große Apfelschorle.
So, wir sind jetzt hier wieder im Tal, in Unterwasser. Machen uns jetzt Richtung nach Hause. Die Sonne geht auch langsam unter. Jetzt kurz nach 16 Uhr. Ja, war ein schöner Spaziergang oben auf dem Schelserück. Ist natürlich eigentlich prädestiniert für Skifahrer und Schlittenfahren. Aber man kann da auch einen schönen Spaziergang verbringen. 60 Franken hoch und runter fahren. Also ist kein günstiger Spaß hier, sagen wir mal so. Wenn man Ski fährt, lohnt sich das natürlich dann auch mehr. Ob wir jetzt morgen nochmal fahren, müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich habe meinen Freund angesteckt. Ich war ja die letzten Tage krank. Jetzt fühlt er sich nicht so gut, hat Halsschmerzen. Mal gucken, ob wir jetzt morgen nochmal irgendwo hinfahren. Ansonsten beende ich den Vlog dann morgen Abend, weil ich fahre auf jeden Fall nach Zug. Wir haben Thorsten Schiefen verabredet zum Essen. Und ja, vielleicht nehme ich euch da noch ein bisschen mit. Und mal gucken, was morgen so abgeht. Ja, ich melde mich jetzt von zu Hause. Wir sind heute tatsächlich nirgendwo mehr hingefahren. Wie erwartet geht es meinem Freund heute nicht so gut. Das heißt, ja, wir sind zu Hause geblieben. Ich fahre jetzt noch nach Zug und treffe mich mit Thorsten Schiefen zum Essen. Da nehme ich euch also aber nicht mit. Also es war halt ein sehr, sehr kurzer Ausflug hier in der Schweiz in die Berge. Aber ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, die paar Eindrücke, die wir gestern gesammelt haben. War wirklich ein schöner Ausflug. Und ja, ich hätte euch gerne heute noch einen anderen Ort gezeigt, nochmal einen anderen Teil der Schweizer Berge. Aber vielleicht, wenn ich im Februar hier bin, machen wir dann nochmal einen Trip. Also der Trip jetzt hier war geprägt von Krankheit. Erst war ich krank ein paar Tage, jetzt ist er krank. Aber das kann man halt nicht beeinflussen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.